ein Samurai für die CIA? Habe ich eine andere Wahl? Das Schloss hier kostet mich ein Vermögen. Verkauf es doch. Gib es deinen Verwandten. Oder brenn es ab. Ein alberner Vorschlag. Es ist seit über 600 Jahren im Besitz unserer Familie. Das ist Enrico Chacon. Er ist Katholik. In San Domingo nennt man ihn nur der Schlechter. Und wo liegt das Problem mit Chacon? Wir glauben, dass er Oscar Romero umgebracht hat. Den Bischof von San Domingo. No se mueva! Du willst wohl dein Gehirn verlieren. Verschwinde! Mi amor. Ich habe diesen Herrn im Flugzeug kennengelernt. Er wollte mich in die Stadt fahren. Senor. Vamos. Ich bin Peter Benz, freiberuflicher Fotograf. Marco Linge, entschuldigen Sie mich bitte. Für welchen Scheich arbeiten Sie? Politische Analysen, US State Department. Was gibt's in diesem beschissenen Land noch zu analysieren, Mister? Ah, was sehe ich denn da Hübsches? Rosa hat wieder einmal zugeschlagen. Wer? Rosa La Loca. Eine Revolutionärin, ein bisschen verrückt, sie erschreckt ja die Gringos. Yankee, verschwinde, sonst wird San Domingo dein Grab. Sie sind sehr unvorsichtig, Senor Linge. Sie meinen also, Sie könnten uns Enrico Chacon vom Halse schaffen, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß vielleicht, wo man ihn findet. Mhm. Enrico Chacon hat eine kleine Freundin. Und diese kleine Freundin geht fast jeden Abend tanzen in der Diskothek Le Blum. Interessant. Warum gehen wir beide heute Abend nicht auch tanzen? Sagen wir um 9 Uhr. Im San Cristobal. Ich werde sehen, ob ich mich frei machen kann. Oh, Mr. Linge. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Die Freunde von Walter Dallas sind auch stets meine Freunde. Reizend, Kolonel. Wir wollen gerade eine kleine Inspektionsrunde machen. Begleiten Sie. Oh, das würde ich gern, aber... Aber nicht doch, mein lieber Freund. Ich habe den Abflug nur ihretwegen verzögert. Sie werden sehen, sein Flug ist eine sehr spaßige Sache. Washington scheinen mich nicht mehr zu mögen. Ja, so könnte man es ausdrücken. Diese Dummköpfe, die glauben, dass man mit Moral und Ethik einen Krieg gewinnt. Die Guerilleros sind nicht dieser naiven Meinung. Ihre Leute erkennen nicht einmal, dass ich dieselben Ideen vertrete wie Sie. Indem Sie Bauern umbringen lassen und einen Erzbischof? Ich bin Katholik, Mr. Linge. Ich bete täglich zu meinem Herrn. Aber Oscar Romero hat aufgehört, Gott zu dienen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Egal, wie hoch der Preis ist. Warum wollten Sie mich sprechen?